Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter Tales Magazins. Viel hat sich getan bei uns im Center. Zum einen erstrahlt der Ruetz einen neuen Glanze und zum anderen sind die umfangreichen Umbauarbeiten im BIPA auch abgeschlossen. Grüß dich, Veronika. Erzähl doch mal in die Zuseherinnen und Zuseher, was alles so Neues gibt bei dir in der Filiale da. Also wir haben einen mega Umbau gekommen, wir haben einen neuen Duftkasten dazu gekriegt, wir haben die Regale komplett im Prinzip innerhalb von 2 Tagen komplett gedreht. Neue Waren haben wir dazu gekriegt, ja. Und wir sind froh, wenn wir immer wieder mehr und mehr Leute zu Besuch kriegen. Du Veronika, die Zeit des Schenkens geht ja auch bald wieder los jetzt. Was gibt es denn alles bei Enker so im Angebot? Also wir haben für Damen und Herren kunterbunt verschiedene Düfte, ob süß, ob lieblich oder im Prinzip orientalisch. Also wir haben wirklich viele Düfte zur Auswahl und zurzeit haben wir ganz viele Aktionen. Und wie gesagt, Kunden kommt vorbei, schaut es euch an, wir sind für euch da. Ja. Ja, da bleibt mir nicht viel zum sagen, außer kommt vorbei ins Intercenter Delft und schaut es euch an, die umgebauten Betriebe. Zufällig sind wir gerade ganz treue Kunden immer weggelaufen. Jetzt muss ich Sie gerade mal fragen, was schätzt ihr denn so am Intercenter? Das Angebot für die Geschäfte, das Angebot für die Cafés. Die Vielfalt, gratis Parken und der Friede. Ja, da hatte ich alles gesagt. Und apropos Gefallen, Allerheiligen steht vor der Tür und wie gewohnt, wunderschöne Gestecke von der Kanne. Schau. Ich bin ja hervorzaftig für diese anstrengende Arbeit, Fernsehen und so. Danke dir. Alles klar. Und aufs Immunsystem. Der nächste Event steht auch wieder vor der Tür. Und zwar haben wir am 8. und 9. November die Oberländer Schokotage. Alle Naschkatzen aufgepasst. An beiden Tagen von jeweils 10 bis 17 Uhr zeigen österreichische Schokoladiers ihr Handwerk und laden unten im EG zu einer Verkostung ein. Im Obergeschoss erwartet sie einen Pralinenstand vor dem Prima Restaurant, dann vor Ulis Vitamine haben wir eine Ausstellung, eine Schoko-Ausstellung und für alle kleinen Kinder haben wir vorm Freitags ein Schoko-Glücksrad. Neben dem Glücksrad haben wir noch eine Mahlstation und wie könnte es bei den Schokotagen anders sein? Gemahlen wird mit Schokolade. Somit darf ich Sie recht herzlich einladen zu den Oberländer Schokotagen am 8. und 9. November von jeweils 10 bis 17 Uhr, wenn Ihnen das Intercenter Delft das Wochenende versüßt. Achtung, liebe Kinder, am 2. und am 9. November lädt der Freitag zu seinen Kreativtagen ein. Von 10 bis 16 Uhr sind jeweils mit Playmice und mit Hammerperlen der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Als Schlüsseldienst ist schon bekannt, aber was wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass man speziell jetzt in der kalten Jahreszeit im Winter spezielle Profile auf die Schuhe kleben kann. Aber da ist am besten, wenn es vorbeikommt und die Profis vor Ort selber fragt. Mir bleibt nicht mehr viel zum sagen, als wie schaut's vorbei im Intercenter Delft. Alles Gute fürs Oberland!